Genau, wir sind die Gruppe, die das Accessibility Network programmiert hat. Und zwar sind wir Emma, Benedikt, Yannick und ich bin Dorothea. Wir haben uns mit dem Problem beschäftigt, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, bequem von zu Hause im Internet nachzugucken, ob ein Ort barrierefrei ist. Und wenn da schon ein kleines Icon steht, dass er barrierefrei ist, dann weiß man nicht in welcher Form, also ob da jetzt einfach eine Rampe ist oder ein Fahrstuhl oder vielleicht ein Blindenleitstreifen. Das Problem wollten wir lösen, indem wir eine Website programmieren, wo zu den öffentlichen Orten eine Beschreibung steht mit den verschiedenen Arten der Barrierefreiheit, die dort gegeben sind. Ja, also unsere Herausforderungen waren auf jeden Fall erstmal einen geeigneten Ich Kartenanbieter verstehe es zu nicht ganz, finden, aber da viele Kartenanbieter einfach viel zu viele ja. Funktionen hatten, die wir nicht benutzen würden. Außerdem war das schwierig, die einzelnen Koordinaten, zumindest die genauen Koordinaten der Orte zu finden, da es einfach nirgendwo steht. Außerdem waren die Informationen über die Barrierefreiheit meistens sehr versteckt auf den Webseiten oder gar nicht erst vorhanden. Es gab außerdem auch Probleme mit der Datenbeschaffung. Um diese Herausforderungen zu lösen, haben wir unter anderem Programmiersprachen verwendet wie JavaScript, HTML, CSS. Und um Kartendaten zu bekommen, die auch Open Source waren, OpenStreetMap und OpenLayer. Ja, kommen wir jetzt zu einer kleinen Demo von unserer Website. Also, unsere Website ist erstmal so aufgebaut. Man sieht eine größere Karte. Ja, jetzt haben wir es hier zu sehen. Man sieht eine Karte und auf der sind verschiedene Punkte eingezeichnet. Da oben sehen wir auch einen Überblick über die Punkte, zum Beispiel das Hygienemuseum. Da ist auch eine kleine Zusammenfassung, was da alles barrierefrei ist. Also es gibt zum Beispiel, also das Hygienemuseum ist rollstuhlgerecht. Es hat einen Leitstreifen und Blindenschrift und es sind auch verschiedene Angebote in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel eine leichte deutsche Sprache oder Gebärdensprache verfügbar. Man kann auch außerdem nach den verschiedenen Orten suchen. Okay, natürlich ist unser Programm jetzt noch nicht perfekt, deswegen haben wir verschiedene Zukunftsvisionen. Zuallererst sollen Nutzer in Zukunft selber ihre eigenen Daten eintragen können. Wir wollen einen Zugriff auf eine Datenbank realisieren, da wir zurzeit die Daten noch per Hand eintragen mussten. Und wir wollen mit unserer Website Unternehmen inspirieren, mehr Barrierefreiheit zu schaffen, da sie zum Beispiel dadurch, dass sie auf unserer Website angezeigt werden, vielleicht mehr Besucher bekommen könnten. Ja, jetzt natürlich die große Frage, wo findet man uns? Also man findet uns erstmal auf GitHub. Wir haben auch unsere Website jetzt live online. Die können Sie gerne testen. Sie wird gerade über GitHub gehostet. Ja, und falls ihr uns anschreiben wollt, könnt ihr uns gerne auf Zulip einfach bei JugendHackt finden. Also für die meisten, die halt schon auf Zulip sind. So, dann gebe ich einmal weiter. Vielen Dank nochmal an unsere Mentoren beiden, dass sie uns so sehr gut geholfen haben. Und danke für eure Aufmerksamkeit, und danke, dass ihr uns zugehört habt. Verstehe ich das richtig? Man kann auch jetzt, also man kann sie jetzt schon nutzen, und ihr plant, dass man dann eben auch Infos zu Standorten hinzufügen kann, ja? Ja, genau, man kann sie schon nutzen. Und den Kartenausschnitt, den ich gesehen habe, was ist das für ein, was wird da genutzt? OpenStreetMap. Okay, also könnt ihr ganz kurz erklären, was ist OpenStreetMap, was ist der Unterschied zu Google Maps dazu? OpenStreetMap ist Open Source, jeder kann es nutzen, jeder kann es verwenden, ohne irgendwelche Lizenzen zu bezahlen. Google Maps kann man halt nicht verwenden. Okay. Gut, vielen Dank. Es ist ein ganz wichtiges Anliegen von JugendHackt, eben auch jungen Menschen klarzumachen, dass es natürlich auf der einen Seite kommerzielle Software gibt, aber eben auch Open Source, also frei verfügbare Software, die alle nutzen können, adaptieren können, dass es offene Daten gibt, die alle nutzen können, um Apps selbst zu gestalten und den Wert von offenen Daten und auch Open Source zu verdeutlichen und zu fördern, dass damit gearbeitet wird. Das ist auch ein wichtiges Anliegen von JugendHackt. Vielen Dank, dass ihr das benutzt habt.